Momentan ist es noch eine große Baustelle, wenn auch eine, die immer deutlichere Formen annimmt. Das Haus der Generationen, genau zwischen den beiden Ortsteilen Mallersdorf und Pfaffenberg. Im März 2011 haben die Bauarbeiten begonnen. Bis zum großen Eröffnungswochenende Anfang Juli, das definitiv auch gefeiert wird, soll eigentlich alles fertig sein, wird es aber wohl nicht ganz. Unter anderem auch aus diesem Grund haben wir eben den Tag der offenen Tür eben auf 14. Oktober verschoben, damit wir jetzt Anfang Juli nicht diesen großen Stress haben und auch das noch mitmachen müssen. Aber so sei das eben bei der Sanierung einer alten Industriehalle, sagt Wellenhofer, alles nicht immer planbar. Von 7,1 Millionen Euro an Kosten waren die Planer 2010 ausgegangen. Mittlerweile stehen 7,3 Millionen Euro im Raum, von denen EU, Bund und Land den Großteil, 70% übernehmen. Wenn es also bei dem bleiben würde, dass man auf 2 Jahre und aufgrund der bekannten Preissteigerungen im Baugewerbe nur in Anführungszeichen 200.000 Euro mehr ausgeben müssen, dann wäre das eine super Leistung und da können wir alle zufrieden sein. Für die Marktgemeinde also alles kein großes Problem. Wichtig ist nun, dass das Haus der Generationen auch mit Leben gefüllt wird. Und dabei kommt der junge Mann neben Karl Wellenhofer ins Spiel. Der Oberellenbacher Reinhold Fest hat erst vor wenigen Wochen eine Veranstaltungsagentur gegründet und will nun die Stars nach Mallersdorf-Pfaffenberg holen. Den ersten gleich am Eröffnungswochenende. Am Samstag gibt es dann die erste offizielle kommerzielle Veranstaltung vom Freudenfest. Das heißt, mit Luise Kinseher haben wir hier einen Künstler gefunden, die ja aus Geiselhöring stammt, 15 Kilometer von hier, und die perfekt ist, um das Rahmenprogramm hier zu eröffnen. In den kommenden Wochen und Monaten werden dann unter anderem Werner Schmidtbauer, Claudia Korrig oder auch Willi Astor im Haus der Generationen auftreten. Das Untergeschoss ist für Vereine reserviert. Der Billardclub wird dort einziehen, die Tafel, die VHS mit einem Raum, der Jugendtreff und zum Beispiel auch eine Bücherei. Dass es im Ort trotz allem aber immer noch viele Gegner des Millionenprojekts gibt, beunruhigt die Verantwortlichen nicht. Zumindest zeigen sie es nicht. Ich habe so das Gefühl, die Leute warten nur ein bisschen ab und die Vereine, was passiert. Genauso ist es auch mit einigen großen Musik- und Kabarettveranstaltern, die natürlich jetzt auch warten, was ist denn los in der neuen Halle, wie ist denn der Zuspruch? Es wird natürlich viel Geld ausgegeben für so ein Projekt. Ich denke, das ist immer schwierig, wenn eine Gemeinde große Projekte startet, da gibt es immer für und wider. Aber mittlerweile, denke ich, überwiegt das positive Gefühl bei den Leuten. Ich war in den Geschäften unterwegs mit den ersten Plakaten und habe festgestellt, dass sehr positive Resonanz gekommen ist. Die Leute freuen sich, die sind froh, dass hier mal was passiert. Es ist ja nicht mehr so viel los, es gibt nicht mehr so viele Gaststätten. Und jetzt, glaube ich, mit dem Haus der Generationen können wir hier quasi einen ganz neuen Weg einschlagen. Wie dieser neue Weg angenommen wird, das wird man sehen. Spätestens nach der Eröffnung am 6. Juli.